Du hast deine nächste Tour schon geplant? Die Verbindung zum Internet ist in der Region allerdings nicht optimal. Mit Pro und Pro Plus ist das kein Problem, denn du kannst dir sowohl Kartenausschnitte als auch komplette Touren offline in der App speichern. Wenn du dann auf Tour bist, benötigst du keine Verbindung zum Internet, um dir alle Details und Informationen zur Tour aufrufen zu können. Und so funktioniert's. Wähle eine Tour aus, die du offline speichern möchtest. Dies kannst du über die Tourensuche tun oder du entscheidest dich für eine deiner eigenen Touren, die du unter Meine Touren findest. Nun tippst du im Menü am unteren Rand des Bildschirms auf Speichern. Es öffnet sich die Meldung, dass der Download der Bilder viel Speicherplatz benötigt. Bestätige mit OK. Deine Tour wird jetzt heruntergeladen, was einige Minuten in Anspruch nehmen kann. Die gespeicherte Tour enthält alle wichtigen Informationen wie Wegbeschreibung, Bilder, Tourenverlauf und den passenden Kartenausschnitt. Wenn du nur einen Ausschnitt aus der Karte offline speichern möchtest, gehst du folgendermaßen vor. Öffne die Karte über das Hauptmenü. Suche einen Ausschnitt aus der Karte heraus, den du speichern möchtest. Für den Download beträgt die maximale Größe eines Ausschnitts in etwa 40x40 Kilometer. Sobald du weit genug in die Karte hineingezoomt hast, erscheint oben rechts auf der Karte ein kleiner Pfeil. Tippe auf den Pfeil und lade dir so den Kartenausschnitt herunter. Praktisch? Du kannst beliebig viele Kartenausschnitte nebeneinander herunterladen. Sich überschneidende Bereiche werden dabei nicht doppelt gespeichert. Zu beachten ist, stelle vor dem Download sicher, dass du ausreichend freien Speicherplatz auf deinem Gerät hast und die Verbindung zum Internet stabil ist. Wir empfehlen eine Verbindung über WLAN. Du möchtest dir die Offline-Inhalte anzeigen lassen? Schalte die Verbindung zum Internet aus. Ansonsten versucht die App weiterhin, alle Karten über das Internet zu laden, was den Aufbau der Offline-Inhalte stören kann. Der Wechsel in den Offline-Modus geht ganz einfach. Du tippst einmal auf das Häkchen oben rechts auf der Karte, fertig. Achtung! Das Häkchen wird dir nur angezeigt, wenn du dich in einem Bereich auf der Karte befindest, den du zuvor offline gespeichert hast. Sobald du dich im Offline-Modus befindest, werden dir alle gespeicherten Inhalte rot umrandet angezeigt. Um den Offline-Modus wieder zu deaktivieren, tippst du einfach erneut auf das Häkchen. Du kannst offline gespeicherte Kartenausschnitte direkt über die Karte aufrufen. Alle Offline-Inhalte, also deine Kartenausschnitte sowie deine kompletten Touren, findest du darüber hinaus auf Meine Seite, Meine Downloads oder unter Einstellungen, Speicherverwaltung auf Android und Meine Downloads auf iOS. Du möchtest einzelne Inhalte bzw. Karten wieder löschen? Auf Android-Geräten geht das so. Halte den zu löschenden Inhalt lange gedrückt und wähle dann das Mülleimer-Symbol. Auf iOS-Geräten schiebe den jeweiligen Inhalt nach links, tippe auf Löschen.